Diakoniepräsident Rüdiger Schuch will überzeugte AfD-Wähler und Wählerinnen in den eigenen Reihen nicht dulden. Wer die AfD aus Überzeugung wählt, kann nicht in der Diakonie arbeiten, sagte Schuch den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Dienstag. Diese Leute können sich im Grunde auch nicht mehr zur Kirche zählen, denn das menschenfeindliche Weltbild der AfD widerspricht dem christlichen Menschenbild, so der 55-Jährige weiter. Wenn Mitarbeitende oder Führungskräfte gegen das christliche Menschenbild verstoßen, mit Worten oder Taten, dann müssen wir eingreifen, forderte der Theologe. Das gelte erst recht, wenn sich jemand auch noch parteipolitisch bei den Rechtsextremen engagiere. Mit Mitarbeitenden müsse zunächst in einem Gespräch deutlich gemacht werden, dass für menschenfeindliche Äußerungen in den Einrichtungen der Diakonie kein Platz sei. Aber wenn das nichts ändert, muss es arbeitsrechtliche Konsequenzen geben, sagte Schuch. Er fügte hinzu, wer sich für die AfD einsetzt, muss gehen. Die Diakonie Deutschland gehört mit ihren mehr als 33.000 Angeboten eigenen Angaben zufolge bundesweit zu den größten Trägern von Einrichtungen für die Pflege und Betreuung von Menschen. In den Einrichtungen des Evangelischen Wohlfahrtsverbandes arbeiten hauptamtlich mehr als 627.000 Menschen. Schuch forderte die Unternehmen in Deutschland zudem auf, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Wählen aufzufordern. Die Demokratie sei kein Selbstläufer. Schuch fügte hinzu, jedes Unternehmen in Deutschland sollte deswegen seine Haltung überprüfen und sich fragen, ob es genug für den Erhalt der offenen Gesellschaft tut. Sie sollten auch deutlich machen, dass es wichtig ist, mit ihrer Stimme nicht die Feinde der Demokratie zu stärken, begründete er weiter. Zuletzt hatte bereits unter anderem der als Schraubenkönig bekannte Unternehmer Reinhold Wirth den Beschäftigten seiner Firma davon abgeraten, der AfD ihre Stimme zu geben. In einem Brief an rund 25.000 Mitarbeitende appellierte der Vorsitzende des Stiftungsaufsichtsrats der Wirth-Gruppe an jede Bürgerin und jeden Bürger und auch an Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, überlegen Sie, wem Sie bei den verschiedenen Wahlen Ihre Stimme geben. Der 88-jährige Multimilliardär sehe bei der AfD die Gefahr, dass die Partei mindestens eine Demokratur oder gar eine Diktatur einführen wolle.